Walter, wir verraten nicht zu viel, wenn wir erzählen den Zuschauern und Zuschauern, was gestern Nachmittag oder am frühen Abend hier in der Redaktion los war, als RB Leipzig den Elfmeter zum 2:1 bekam. Der ein oder andere ist vor Freude aufgesprungen. Es war natürlich keine Schadenfreude gegen den FC Bayern. Es war nur die Begeisterung über ein spannendes Saisonfinale. Nicht mehr, nicht mehr. Hand aufs Herz, du hast schon so wahnsinnig viele Bundesliga-Saisons erlebt. Hättest du in der Tat auch nur ansatzweise geglaubt, dass es tatsächlich so kommen kann, dass jetzt Borussia Dortmund es in der eigenen Hand hat? Ich glaube es erst, wenn die Dortmunder heute in Augsburg gewonnen haben. Weil wir haben eine Dümm- und Dümmer-Meisterschaft ja schon gehabt in den letzten Wochen. Da glaube ich noch nicht so recht dran. Da glaubst du noch nicht so recht dran. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, es gilt natürlich, über den FC Bayern zu reden. Und es ist unfassbar. Man schlägt die Hände wie Thomas Müller vor dem Kopf, was da gestern los war. Und wir können das mit keinem besseren besprechen als dem Bayern-Insider himself mit Christian Falk. Der sollte uns zugeschaltet sein. Falki, servus nach München. Servus aus dem wilden Süden. Ich weiß es, aber erzähl es den Zuschauerinnen und Zuschauern auch. Es war für dich eine kurze Nacht. Das galt es erstmal aufzuarbeiten, auch als Bayern-Insider, was da gestern passiert ist, oder? Ja, man muss echt sagen, das hat keiner erwartet. Es war schon eine sehr, sehr komische Stimmung gestern im Stadion. Selbst bei 1:0 Führung hast du eigentlich nie das Gefühl gehabt, Bayern will, Bayern macht. Thomas Tuchel an der Seitenlinie, der muss es auch schon gespürt haben. Ich habe ihn selten so wild erlebt, heftig gestikulierend. Und da waren sie ja noch auf Meisterschaftskurs. Und dann kam das, ja, man muss echt sagen, was kam musste. Sie haben das Spiel aus der Hand gegeben, völlig unnötig. Leipzig zuvor nicht so richtig präsent, aber nach 30 Minuten hat der FC Bayern einfach das Spielen eingestellt. Wie haben denn eigentlich so die Bosse reagiert auf der Tribüne? Brazzo, Salihamidzic und Oliver Kahn. Ja, gut, das war natürlich für die Nervenkrimi. Die waren ähnlich fassungslos und sprachlos während des Spiels wie die Spieler danach. Also eigentlich hat niemand eine Erklärung. Ich mache den Job ja jetzt auch schon ein Vierteljahrhundert fast. Und ich habe noch nie eine Bayern-Mannschaft erlebt, die vom Kopf her so nicht präsent war. Da war kein Wille da, da war keine Gier da. Man muss befürchten, die Mannschaft ist inzwischen zu satt für den Meisterkampf. Sobald die aus der Champions League raus sind, ist es, als wenn man ihnen den Stecker zieht, war wirklich zu sehen, da war keine Motivation da und das Spiel hat man wirklich verschenkt, muss man sagen. Man hat ein bisschen den Eindruck, dass einer, der sportlich das nun mal zu verantworten hat in den letzten Wochen, Thomas Tuchel, tatsächlich richtig ratlos wirkt. Du hast nach dem Spiel ausführlich mit ihm gesprochen und ich nehme es nicht vorweg, wenn man auch ihm anmerkt, dass das richtig gesessen hat gestern. Thomas, war es das jetzt mit der Meisterschaft? Keine Ahnung. Es gab schon mal die Zeile Dumm und Dümmer, weil man so viele Chancen verpasst hatte im Meisterkampf. Wie würdest du es heute bezeichnen? Nee, ich würde es nicht als dumm bezeichnen. Ich würde es als 30 Minuten okay bezeichnen, nicht mehr als okay. Gut genug 30 Minuten, um 1-0 zu führen, verdient zu führen, 2-0 zu führen. Aber von da an einfach unglaublich fehlerhaft, ohne Druck, ohne Not, zu wenig Bewegung, zu wenig Verantwortung, zu wenig Mut, zu wenig Präzision. Die Entscheidungen, die wir treffen, und dann ist unser Feld zu lange, wir rücken hinten nicht mehr raus. An allen Dingen wird es dann zu wenig. Und dann lässt du einfach die Möglichkeit zu, dass du ein Spiel verlierst. Du musst es nicht verlieren, aber kannst es dann verlieren und dann brauchst du dich am Ende nicht beschweren. Max Eberl hat gesagt, Leipzig war mehr mannhaft als Bayern. Würdest du dem recht geben? Völlig egal, was Max Eberl sagt. Mir geht es darum, mir geht's um die Inhalte. Und es sind so viele Defizite in unserem Spiel heute. Aber die sich einfach einschleichen aus dem absoluten Nichts. Im Spiel unter Kontrolle, wir führen. Könnten viel besser spielen, aber okay, Nervosität oder Rahmenbedingungen oder was auch immer, tun wir uns ein bisschen schwer, ist kein Problem, aber eine zweite Halbzeit einfach komplett durch die Hände rinnen zu lassen und auch auf so einer hohen Fehlerquote Fußball zu spielen, ist hart, weil auch die Abstände gegen den Ball, die Verbissenheit, die Entscheidungen, die wir treffen, das sind nicht unser Niveau. Es ist immer die Diskussion von Mir-Samir-Gefühl, was immer auf Familie bezogen wird. Aber Mir-Samir steht auch für Selbstvertrauen. Verstehst du, dass die Mannschaft nach dem 1:0 das so einfach aus der Hand geht? Das erste Mal? Nee, verstehe ich nicht. Ist auch nicht das erste Mal. Kann aber auch in Familien passieren. Hat mit Mir-Samir herzlich wenig zu tun. Aber wieso glaubst du, dass das passiert? Wieso fällt die Mannschaft auseinander und hält nicht mal einen Unentschieden? Ich weiß auch nicht, was ich dagegen tun kann im Moment, weil sonst hätte ich es ja schon gemacht. Morgen spielt Dortmund. Wirst du das Spiel anschauen können? Nee, sicher nicht. Weil?
Weil ich letzte Woche auch nicht angeschaut habe, weil es mich nicht interessiert, weil ich auf uns schaue. Und solange wir so weit unter unserem eigenen Level sind, schaue ich unsere Spiele an. Ich muss Lösungen finden und nicht vorm Fernseher Daumen drücken für andere Mannschaften. Bedauerst du schon mal zwischendurch, dass du während der Saison die Mannschaft übernommen hast zum schwierigen Zeitpunkt? Nee, ich bin der Verantwortung, dann ist das so. Es gibt kein Bedauern. Brauchen wir nicht wegducken, brauchen keine Entschuldigung suchen, auch ich nicht, bin in der Verantwortung und noch ist der Titel nicht weg, reden wir nächste Woche. Das Risiko war klar, weil sonst hätte es ja auch keinen Trainerwechsel gegeben, wenn alles in Ordnung gewesen wäre, aber klar, es ist anspruchsvoll und ich war extrem positiv eigentlich durch die letzten Wochen hindurch und es kommt jetzt sehr überraschend, aber in der Grundsätzlichkeit der Entscheidung macht es keinen Sinn, darüber nachzudenken oder zu zweifeln, das meine ich. Letzte Frage, wie groß ist dein Glaube an die Meisterschaft? Falsche Frage. Versuch, Spiel zu verstehen, die nächsten Tage, Mannschaft zu trainieren, vorzubereiten auf Köln. Thomas, vielen Dank. Ja, ich finde es ehrlicherweise eine super Frage, die du ihm da gestellt hast, aber er weicht wenig überraschend aus, er kann sie nicht beantworten. Er beantwortete auch nicht wirklich klar auf deine Frage, ob es ein Fehler war, in der Saison zu kommen. Wenn du ein bisschen in Thomas Tuchel hineinblickst, Falki, dann würde er mittlerweile wahrscheinlich schon sagen, ja, es war ein Fehler, den FC Bayern in der Saison zu übernehmen, oder? Ja, ich glaube, das kam schon so ein bisschen raus und man hört ja wirklich auch, er hätte vielleicht gerne warten sollen. Er hat ja bei Tottenham auch die Möglichkeit bis Sommer zu warten, bei Bayern nicht. Er musste jetzt ja sagen, aber was mir vor allem auffiel, er hat ja wirklich immer versucht, das zu erklären. Er war wirklich ratlos, aber ein Satz blieb hängen und zwar, dass er gesagt hat, naja, wenn alles in Ordnung gewesen wäre, hätte man den Trainer nicht wechseln müssen. Das war das erste Mal, wo es so eine kleine Spitze war gegen Julian Nagelsmann. Man könnte ja sagen, übersetzt, ja, was da jetzt alles zum Aufarbeiten ist, schaffe ich in der kurzen Zeit eben nicht. Er ist ratlos, weil er sagt, da sind so viele Fehler, das hat er auch immer wieder betont, so viele Fehler, so viele Kleinigkeiten, die da nicht stimmen. Also er sagt schon, der Berg an Arbeit ist sehr, sehr groß, den er da zu bewältigen hat. Ich glaube, er hätte nicht vermutet, dass er so groß ist. Aber Falki, das klingt ein bisschen wie Nachtreten, oder? Ich meine, Nagelsmann war noch in 3 Wettbewerben, als er gehen musste. Tuchel möglicherweise gar kein Titel. Also das ist doch eine ziemlich billige Geschichte, oder wie siehst du das? Ja, man muss ja wirklich sagen, Thomas Tuchel hat ja genau das versucht, immer zu vermeiden, jetzt in den letzten Wochen, dass er eben nicht nachtet, dass er nicht sagt, naja, was Julian da gemacht hat, das war schlecht oder so. Das hat er nie gemacht. Aber da merkst du jetzt, wie dünnhäutig das ist, dass es langsam hochkommt. Er sagt zwar immer, er trägt jetzt die Verantwortung, aber es kam gestern schon durch, dass er sagt, na gut, für alles, was jetzt hier passiert, bin nicht ich verantwortlich, weil, wie gesagt, ich bin erst seit ein paar Wochen da. Also es bricht langsam durch, aber auch, weil er einfach keine Antworten mehr hat. Er sagt, wenn du immer fragst, der sagt, ja, Fehler, aber ich weiß jetzt nicht, warum das so ist. Ich glaube, er hätte nicht gedacht, dass dieser FC Bayern, den er ja schon oft als Gegner erlebt hat, im Kopf her so schwach ist. Es fehlt einfach momentan an Glaube der Mannschaft oder Mentalität. Und das hätte er sich wahrscheinlich beim FC Bayern anders vorgestellt. Mentalität, das ist das große Stichwort. Wir sehen hier die ganze Zeit die hängenden Köpfe der Spieler. Jo, Kimmich hat sich nach dem Spiel auch geäußert. Und auch da habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass 100% Leidenschaft dabei ist. Hören wir mal ganz schnell rein. Ja gut, soll ich hier vor der Kamera ausrasten? Also das werden sie nicht erleben. In der Kabine und zu Hause dann vielleicht schon. In der Kabine, zu Hause vielleicht schon, auf dem Platz wäre sicherlich noch besser gewesen, wenn er da mal ausgerastet wäre. Josh Kimmich, der den Anspruch hat, Chef zu sein, oft nur Chefchen ist. Frage an dich, Falki. Die Mentalität der Mannschaft, ist das noch zu ändern unter Thomas Tuchel oder braucht es im Sommer einen richtigen Umbruch auch im Kader des FC Bayern, um mehr Mentalität reinzukriegen, damit es mit wenigstens einem Titel reicht? Also, man spricht ja immer nur vom Sturm. Klar, es fehlt ein Stürmer, das hat man auch gestern wieder gesehen, aber ein großes, sehr großes Problem ist das Mittelfeld. Das weiß der FC Bayern inzwischen, das hat auch Thomas Tuchel analysiert. Man ist wirklich händeringend auf der Suche nach einem echten Sechser. Wir erinnern uns an Martinez, der das Champions-League-Finale 2013 für den FC Bayern mitgewonnen hat. Das wird ein Schlüsseltransfer. Die Mittelfeldspieler, die müssen sich wirklich hinterfragen. Kimmich, Goretzka, auch Grabenberg, der reinkam. Die haben da wirklich wieder gestern, man muss sagen, versagt. Das ist ein großes Problem. Deshalb ist der FC Bayern jetzt auf der Suche nach
Mentalitätsspieler. Einer war auf der Gegenseite gestern, Konrad Leimer, der das 1:1 geschossen hat. Da hat man gesehen, da war der Wille da, der kommt schon mal. Allerdings ist auch er kein echter Sechser. Das heißt, er noch mehr Konkurrenz auf der 8 und zusätzlich soll noch ein Sechser kommen. Also das wird heiß nächsten Sommer im Mittelfeld und der FC Bayern ist wirklich gut beraten, diese Schlüsselposition neu zu besetzen.